Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Lausitz, liebe Freunde der sorbischen Gemeinschaft überall auf der Welt. Was wünschen wir uns vor Weihnachten 2020? Am häufigsten hört man diese Bitte: Rückkehr zur Normalität. Manchmal wird hinzugefügt, natürlich wird das eine neue Normalität. Schließlich müssen wir einige Fehler und Schwächen der alten Normalität überwinden, zum Beispiel die normalerweise übertriebene Hektik in den letzten Tagen vor Weihnachten. Unsere sorbische Hymne fängt mit folgenden vier Wörtern an, in wörtliche Übersetzung: schöne Lausitz, ehrliche, freundliche. Als Handry Seelow vor fast 200 Jahren diesen Text veröffentlicht hatte, hätte er sich nicht vorstellen können, dass Leute Generationen später große Kraftwerke, riesige Fabriken und gigantische Schaufelradbagger in Kohletagebauern als etwas Imposantes, ja irgendwie sogar Schönes empfinden, als Ausdruck von Fortschritt und Wohlstand. Natürlich gab es dazu auch von Anfang an andere Meinungen. So kam der Spruch auf: Schwarze Pumpe ist das Grab des Sorbischen. In diesem Jahr hat der Bundestag den gesetzlichen Rahmen für den Strukturwandel in der Lausitz festgelegt. In diesem Gesetz sind auch Sprache und Kultur des sorbischen Volkes ausdrücklich erwähnt. In allen strategischen Dokumenten über Perspektiven für die Lausitz spielt das Sorbische als Alleinstellungsmerkmal der Region eine wichtige Rolle. Das sorbische Volk ist nicht beerdigt. Ja, wir haben im Laufe der Kohleepoche 130 Dörfer verloren. Das heißt aber nicht, dass wir die alten Zeiten zurückhaben wollen, die oft keine guten Zeiten waren. Heute haben wir neue Schönheiten in der Lausitz, zum Beispiel das Seenland inmitten des sorbischen Siedlungsgebietes. Ja, unsere Sprache ist nicht mehr überall in der Lausitz im Alltag lebendig. Obwohl die Mehrheit der Lausitzer heute nicht sorbisch spricht, hat fast jeder in der Familie sorbische Wurzeln. Das Sorbische ist Fundament und Wurzel unserer Landschaft und die Sprache ist ein wichtiger Zugang zum sorbischen Leben. Deshalb war die jüngste Entscheidung des Deutschen Bundestages, mit der Förderung der Stiftung für das sorbische Volk auch die Digitalisierung noch stärker zu unterstützen, eine erfreuliche Botschaft. Auch die Pandemie hat unsere bisherigen Strukturen erschüttert. Wenn die Fortsetzung des normalen Lebens dazu führt, dass die Intensivstationen in den Krankenhäusern überfüllt sind, ist das Leben nicht mehr normal, sondern eine Gefährdung von Menschen. In diesem Jahr ist die erste kommunale Gebietskörperschaft dem Dachverband der Lausitzer Sorben beigetreten. Der Kreistag in Lübben, Lubin, hat einstimmig beschlossen, dass der Landkreis Dahme-Spreewald, Dubia-Pwota, Fördermitglied der Domowina sein will. Das ist ein Novum in der Geschichte unserer Organisation, die ein Dachverband von rund 200 Gruppen, Verbänden und Vereinen ist. Zugleich ist das ein Zeichen neuer Normalität in der Lausitz. Das Sorbische ist nicht mehr nur schmückendes Beiwerk, sondern Grundstein gemeinsamer regionaler Identität. Und deshalb haben wir mit Freude Ja gesagt zu diesem neuen Fördermitglied. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine frohe Weihnacht und einen friedlichen Start ins neue Jahr. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir selbst solidarisch vorangehen mit Herz und Verstand.